Das letzte Paar des heutigen Abends kommt aus Weißrussland, liebe Zuschauer. Es sind Ekaterina Danko und Gennady Emelienko. Sie 16, er 23 Jahre alt. Es sind die 11. der letzten Europameisterschaften, also im Grunde so unter den ersten 7, 8 wird sich nicht mehr viel ändern. Ich hoffe, dass gemeinsames Schicksal jetzt verbindet. Ja, das war auch musikalisch gesehen eine ganz leise Vorstellung von Ekaterina Danko und Gennady Emelienko. Schleichend von Anfang bis zum Ende, dazwischen allerdings mit einem brachialen Absturz, sodass, ich denke, bald auf den ersten 10 Plätzen sich nicht allzu viel ändern sollte, dürfte. Das Gesamtklassement werden wir Ihnen gleich einspielen. Wir werden noch ein paar Zeitlupenstudien sehen. Ein bisschen mehr Power täte Ihnen ganz gut. Ja, die Balken, das hat man gesehen, sehr vorsichtig. Wollten nicht allzu viele Fehler in ihre Programme bauen. Und das wirkt sie natürlich auf den Gesamteindruck der 2 Minuten 40 aus. Tja, keine Chance eigentlich für keinen der beiden, da den Salicho, der geplant war, zur vernünftigen Landung zu bringen. Ist vielleicht auch, was die Wahl der Musik angeht, nicht so 100%ig gelungen für die beiden. Ja, etwas Mitreißenderes hätte den, glaube ich, besser zu Pass gestanden, aber gut. Beim nächsten Mal. Genau. Das ist das Ende. Nicht das Ende Ihrer Karriere, auch nicht ganz das Ende unserer Übertragung, liebe Zuschauer. Wir haben noch natürlich die Ergebnisse für Sie parat, um die dann ganz schnell durchlaufen zu lassen und zu analysieren, wollen gleich eigentlich damit anfangen, denn die Zeit wird erfahrungsgemäß hinten
hinaus relativ knapp. Petrova Tikhonov, die Titelverteidiger, mit Platz 1. Mit vielleicht tatsächlich auch dem besten Kurzprogramm am heutigen Abend vor Beres Schneier, Schikarolizzi vor den Weltmeistern. Dann nicht unerwartet Zagorska, Sudek, die Polen, die gleich am Anfang ran mussten auf den dritten Platz. Die Wertung für die beiden bekommen wir noch. 3-9, 3-5, 4-4, 4-4. Sie sind auf dem 14. Platz noch hinter dem slowakischen Geschwisterpaar Beständig. Und damit bleibt festzuhalten, auch vor allem aus deutscher Sicht, ein ausgesprochen positives Fazit dieses Kurzprogramms. Erstmal der Leistung nach, der Platzierung nach für Pekka Schwarz und Mirko Müller. Da heißt es bei der Entscheidung, Angriff ist die beste Devise, Medaillenchancen sind gegeben. Kurzprogramm der Paare beendet. Wir hoffen Sie morgen zum Kurzprogramm der Herren begrüßen zu können. Und dann gab es natürlich auch noch die ausgesprochen positive Überraschung. Ein ja, beinahe sensationeller 8. Platz von Mariana Kautz und Norman Jeschke. Damit hat nicht mal Experte Henrik Schamberger gerechnet. Nein, ich denke auch, wenn man Knut Schubert gesagt hätte, die Addition der Plätze deiner Paare gibt 12, dann hätte er gedacht, Mensch, da müssen ja Schwarz und Müller mindestens Erste geworden sein. Denke ich auch, ja. Aber nein, insgesamt denke ich auch für Peggy und Mirko eine sehr gute Ausgangsposition, die ihnen alle Möglichkeiten offen lässt, morgen anzugreifen. Das, wie du schon richtig erkannt hast, muss die Devise sein. Ohne das ist auch für die beiden Berliner keine Medaillenchance da. Die Polen und nicht zuletzt Birschnaja Sikorolitze hatten in der Zeit immer mal wieder schwächere Programme und das könnten unsere deutschen Meister ausnutzen und da vielleicht doch noch ihre lange ersehnte Europameisterschaftsmedaille holen. Ja, Karl Jeschke haben nichts zu verlieren am morgigen Tag. Auch da könnte man also sagen, frisch und fröhlich drauf los. Für uns natürlich auch eine gute Ausgangsposition. Ich hoffe, wir sind zu Hause auch.